Ich will beide Kontrahenten vorstellen. Die blaue Ecke. Er ist Profi seit Mai 1993, 86,1 Kilogramm schwer, 1,80 Meter groß und 29 Jahre alt. So, dann schauen wir mal auf die Kampfbilanz von Rodney Gordon. 17 Kämpfe, das ist noch nicht allzu viel. Er ist Profi seit Mai 93. Immerhin 16 davon hat er gewonnen und 13 durch K.O. Ein durchaus schlagstarker Mann, dieser Rodney Gordon. Auf der anderen Seite aber der Champion der WBC. Er hat ja im Februar diesen Titel gewonnen. Sie sehen es, alle Kämpfe, die er bestritten hat, hat er gewonnen. Und 21 Mal hat er den Ring als K.O.-Sieger verlassen. Er ist der große Champion, er ist der Weltmeister, der Favorit heute Abend, Juan Carlos Gomez aus Kuba. Prominenz angereist, auch heute hier in der Frankfurter Ballsporthalle. Der Herr auf der rechten Seite, Claude-Oliver Rudolph, Schauspieler seines Zeichens. Der spielt ja meist die Bösen. Manche sind es auch im richtigen Leben und andere spielen es nur. Irene Shear, auch sie war mal eine ganz große im Showgeschäft und viele gehen heute noch zu bellen, wenn sie singt. Auch sie sicherlich ein Blickfang heute Abend hier am Ring in Frankfurt. Und das ist der dritte Mann im Ring, er kommt aus Argentinien, Luis Carlos Guzmán. Ausgerechnet also aus dem Land, in dem Juan Carlos Gomez seinen Weltmeistertitel gewonnen hat, im Februar, als er einstimmiger Punktsieger war gegen Marcelo Domínguez, den Titelverteidiger, und das in Argentinien. Also muss er deutlich überlegen gewesen sein. Die letzten Anweisungen für die beiden vor dem Kampf. Fritz Dunek haben Sie gerade noch kurz gesehen, der Mann in der Ecke, der Weltmeistertrainer, der noch ein letztes Mal Kopf an Kopf mit Juan Carlos Gomez steht. Jetzt geht er aus dem Ring. Er ist so etwas wie der väterliche Freund des Kubaners, der hier natürlich haushoher Favorit ist. Er ist Profi seit Mai 95 und wir wollen sehen, wie er heute Abend diesen Kampf gegen Rodney Gordon bestreitet. Es geht los. Gomez hatte sich ja wochenlang auf den Rechtsausleger Norton vorbereitet. Jetzt hat er einen Normalausleger, einen Linksausleger. Und Fritz Dunek hat gesagt, das ist für Gomez überhaupt kein Problem. Der Mann ist leicht zu trainieren, der ist sehr diszipliniert. Der bereitet sich sehr schnell vor. Und er hat gesagt, egal wer kommt, der kriegt auf die Nase. Schauen wir mal. Gomez Rechtsausleger, also die Rechte als Führhand. Und es ist einfach seine Art und Weise, auch wenn er der Titelverteidiger ist, Druck zu machen. Kontrolliert, nicht in einen Konter laufen. Denn wie gesagt, dieser Gordon, er hat durchaus was in der rechten Faust. Und schlagen, sagt Senior Guzmán. Gilt für beide Boxer. Und wenn Sie die Bewegungen von Gomez sehen, dann wissen Sie, warum er den Kampfnamen Black Panther trägt. Geschmeidig, schnell. Ein Mann, der auch gerne mal ein bisschen Show macht. Und ich denke, das werden wir heute Abend noch sehen. Shuffle zwischendurch. Das braucht er einfach, um sich selber in Stimmung zu bringen. In dieser ersten Runde nur in der Rückwärtsbewegung. Waches Auge. Wobei ist das der Weltmeister schnelle Fäuste hat. Der hat nur davon gehört, der hat den nie gesehen, das muss man sich mal vorstellen.
live sowieso nicht. Aber noch nicht mal ein Video hat er zur Verfügung, um sich auf diesen Kampf vorzubereiten. Und deswegen ist der stärkere, der überlegenere Mann schon in der ersten Runde, Juan Carlos Gomez. 10 Sekunden vor Ende der ersten Runde hat er mit einer Linken erwischt. Gordon kommt nochmal hoch. Und jetzt müsste jede Sekunde der Gong kommen und er rettet sich noch einmal in die Pause. Gehen Sie alle hin, wird ein tolles Spiel. Sie haben die Linke gesehen, die Linke von Juan Carlos Gomez, die Rodney Gordon hier kurz vor Ende der ersten Runde zum ersten Mal zu Boden geschickt hat. Das war schon mehr als ein Warnschuss für den Amerikaner. Wir sehen es nochmal. Schön gekontert. Die lange Gerade ausgependelt und dann mit der Linken zeigt er ihm, wo es hier lang geht. Wir gehen in die zweite Runde. Ich bin gespannt, ob Gordon Nehmerfähigkeiten dabei hat gegen diesen schnellen Black Panther, gegen diesen Juan Carlos Gomez. Sie sehen vielleicht an seiner Hose die kubanische und die deutsche Farbe. Lebt ja in Hamburg, kommt aus Kuba, seit 95 in diesem unserem Lande. Von Gomez. Aber die hat Gordon ganz gut weggesteckt. Versucht seinerseits zu kontern mit der rechten, mit der Schlaghand. Aber Sie sehen, wer hier die Pace macht, wer hier das Kampfgeschehen bestimmt. Der schwarze Panther. Ein ungleiches Duell. Klar, bessere Boxer ist eindeutig Gomez. Es ist eine Frage der Zeit. Ist er ihn zermürbt? Ja, wenn er in den Infight kommen kann, Gordon, dann hat er vielleicht eine Chance. Aber schauen Sie diesen Gomez an. Der Junge will Spaß haben im Ring. Und er hat sich einen Spielkameraden ausgesucht. Zweiten Runde. Das war's. Meine Damen und Herren, liebe Boxsportfreunde, das ungleiche Duell ist beendet. Erwartungsgemäß, muss man sagen. Er war nur der Ersatzmann dieser Rodney Gordon und er hatte nicht wirklich eine Chance, berühmt zu werden. Neben einem Jerry Rice, der auch aus Greenville in Mississippi kommt. Er hat ihn voll erwischt. Juan Carlos Gomez. Sein vierter Titelkampf. Er hat ihn schon zweimal verteidigt und heute zum dritten Mal. Und das war sein leichtester Kampf in diesem Jahr. Und wir schauen nochmal auf die Entscheidung. Da fingiert er und dann kommt die lange linke gerade mitten ins Gesicht. Das linke Auge des Amerikaners war eh schon leicht zugeschwollen. Ich glaube, er hat vorher das Auge schon zugemacht, um diesen Schlag nicht bis zur letzten Konsequenz ins Auge sehen zu müssen. Wir sind wieder da in der Ballsporthalle in Frankfurt. Der Sieger ist klar, Juan Carlos Gomez, aber wir wollen natürlich das offizielle Urteil, was dann auch in der Kampfbilanz von Gomez auftreten wird, noch einmal hören. So, meine Damen und Herren, liebe Boxerfreunde, und hier das offizielle Urteil. Sieger durch K.O. in der zweiten Runde nach 2 Minuten und 19 Sekunden. Und damit alter und neuer WBC-Weltmeister im Cruisergewicht, The Black Panther, Juan Carlos Gomez! Leon Kohler-Tübermeiser, WBC-Weltmeister.
Roger Gordon hatte nicht wirklich eine Chance in diesem Kampf. Er hat es versucht. Sein Hobby ist Angeln. Er wird sich erholen, sicherlich wieder, wenn er in Amerika ist. Und er nimmt auch eine ordentliche Börse mit. Aber es gab ein...